Das wird heute offensichtlich auf jeden Fall nochmal ein etwas nachdenklicheres Video. Weil ich gerade die Kamera einfach mal angemacht habe, um die Gedanken festzuhalten, die hier gerade anfangen durch meinen Kopf zu sausen. Für mich hat der Tag mehr oder weniger gerade erst angefangen. Ich habe gerade mein Frühstück hinter mir. Und ja, habe dann heute erstmal mein Facebook aufgemacht und habe eine Wolke von Energie mitbekommen, wo ich mir gedacht habe, so, was geht da? Primär ging es dabei jetzt gerade mal um diesen Aufruf am 26.11. nicht zu tanken, den ich geteilt hatte, weil ich da offensichtlich mal wieder was ganz anderes drin gesehen habe als andere. Ich habe darin die Möglichkeit gesehen, uns selber mal die Möglichkeit zu geben, etwas mitzuerleben, was wir dann auch alle sehen können, und zwar ohne dabei auf die Medien angewiesen zu sein, nämlich an diesem Tag leere Tankstellen. Gott, was bin ich dafür angegiftet worden, wie dumm ich sei, bla bla. Was mir, na, bin ich halt dumm. Ja, ich habe halt eben mir gedacht, so wäre halt eine Möglichkeit. Aber lasst sie uns einfach nicht nutzen. Lasst sie uns verstreichen lassen, wie die meisten anderen guten Ideen, deren Umsetzung wir aus irgendwelchen Gründen verpasst haben. Und deswegen immer noch in so einer Scheißwelt leben und sich die Schlinge um unseren Hals offensichtlich immer enger zusammenzieht. Auch wenn das keiner wahrhaben mag. Und wenn es offensichtlich trotzdem alle spüren. Das Bild ist eigentlich sehr gut, um zu beschreiben, warum gerade so eine komische Energie herrscht. Dieses... Wisst ihr noch, wie schön Facebook mal war, so vor ein paar Jahren noch? Da hat das noch richtig Spaß gemacht, das zu nutzen. Man konnte sich austauschen. Klar hatte man immer wieder mal seine Trolle, aber dafür gibt's den Blockier-Button. Supergeil. Das war richtig klasse. Da konntest du dich noch mit Leuten austauschen. Da war das auch irgendwo immer noch. Wurde das als eine Erweiterung oder Bereicherung gesehen, wenn jemand auch mit anderen Gedanken daherkam? Heute bist du mit anderen Gedanken einfach nur ein Arschloch und ein Feind und wirst blockiert und entfreundet und gehst gar nicht, bloß weil du gerade bei einem ganz bestimmten Ding quasi die falsche Wahl getroffen hast, ja? Und da stelle ich mir immer so die Frage, sag mal, checkt das keiner? Also der Grund dafür ist wirklich, dass die meisten Leute merken, wie sich ihnen der Hals immer mehr zuschnürt. Die geraten in Panik, die fangen an, die halten sich dann im Moment für Aufgewachte und beschimpfen andere als Schlafschafe, sind aber selber offensichtlich gerade noch voll in irgendeinem Film drin, von dem sie nicht checken, dass es nur eine Illusion ist. Guckt euch das Ding nochmal genau an. Wenn wir es zulassen, dass Leute dadurch, dass sie gerade einfach bei einem bestimmten Thema auf der anderen Seite sind und wir die dann deswegen, weil die gerade auf der anderen Seite sind, ob das jetzt um den Hambacher Forst geht oder ob das um Syrien-Fragen geht oder politische Fragen oder religiöse Fragen oder was auch immer. Es gibt ja mehr, leider viel, viel mehr als genug Gelegenheit, irgendwo Partei zu ergreifen und dann in dem Spiel drin zu sein. Und dann in dem Spiel dann irgendwann mal feststellen zu müssen, dass man verdammt alleine bleibt. Weil man kaum einen zweiten finden wird, der in sämtlichen Fragen auf derselben Seite steht wie ich. Dumm.
Und so werden die Freundschaftslisten dann auf einmal immer wieder immer kleiner. Wir nennen das dann Ausmisten oder wie auch immer. Aber das ist letztendlich die Folge dessen. Also ich mache das ja auch. Ich wende das ja auch sehr gezielt an, weil ich mein Umfeld, meinen Dunstkreis natürlich auch möglichst für mich nach meiner Auffassung sauber haben möchte. Trotzdem schmeiße ich nicht jeden aus meiner Liste raus, der da gerade mal eine andere Meinung hat. Also aus meiner Liste fliegen eigentlich immer nur die raus, entweder tote Kontakte, mit denen ich sowieso, wo ich keine Ahnung habe, wer das überhaupt ist. Und wenn ich wieder Platz brauche, man kann ja immer nur 5000 Freunde haben bei Facebook und dann muss man da halt eben immer wieder zwischendurch ein paar rausschmeißen, damit man Platz für neue hat. Und da sind halt immer wieder Leute, die sich auch von selber anbieten zu gehen. Da gibt es dann den Blockierbutton für. Und das ist aber niemals, habe ich niemals auf einen Blockierbutton gedrückt, weil jemand eine andere Meinung gerade kundgetan hätte als ich. Der kann sogar meine Meinung weitergegeben haben. Wenn er das aber nicht kann, ohne dabei anderen unter der Gürtellinie zu treten, dann ist das für mich was, was ich in meiner Interneterfahrung einfach nicht drin haben möchte. Und da ich weiß, wie ich sowas da raushalten kann, drücke ich auf den Blockierbutton. Und weiter nehme ich eigentlich all die, die eine andere Meinung haben, eben als den bereichernden Aspekt meiner Interneterfahrung wahr. Wie scheiße wäre das denn bitte für mich, wenn das Internet nur wiedergeben könnte, was ich gerade weiß und wie ich es sehe. Das wäre aber sehr verdammt langweilig. Da wäre das Internet irgendwie nicht so richtig das Internet. Geht's nicht beim Benutzen dieses Dings darum, Sachen in Erfahrung bringen zu können, die jenseits unseres momentanen Horizonts liegen? Wie ist das dazu gekommen, dass wir so angefangen haben, miteinander umzugehen? Die Frage. Ich versuche gerade, mich an irgendeinen zu erinnern, den ich hier nennen könnte, der sich nicht dran beteiligt. Kann nicht mal mich nennen. Genau deswegen will ich diese Gedanken gerade einfach mal mit auf den Tisch werfen, weil ich mir denke, dass wenn wir da mal drüber nachdenken, wir eventuell was draus machen könnten. Wir lassen uns spalten an jeder Ecke und sind jedes Mal immer selber die gerade einen Keil irgendwo zwischenhauen. Du bist scheiße, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, weil du gerade glaubst, dass der Hambacher Wald wichtiger ist als die Energie vom RWE. Oder umgekehrt. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht langsam mal Sinn macht. Ich habe schon wieder jetzt so wahnsinnig viele Sachen mitbekommen, wo es heißt, wir kämpfen, wir werden kämpfen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Naja. Vergesst dabei nicht zu sagen, wir sind friedlich, was seid ihr? Ja, da fällt mir halt echt nicht viel zu ein. Aber ich habe gedacht, es wäre vielleicht eine nette Idee, uns selber einfach mal ein nettes Bild vor Augen zu führen, dass wir selber sehen und wahrnehmen können,
Und habe gedacht, wenn wir diesen Aufruf am 26. nicht tanken zu gehen, mal durchbekommen, viral, über unsere Medien, über, weil wir es machen, weil wir es rumsetzen. Und uns selber mal zeigen, hey, wir können uns erreichen. Wir können Lauffeuer, wir können Nachrichten wie Lauffeuer um die Welt verbreiten und uns erreichen und mitmachen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir an dem Tag, am 26.11. meinetwegen, leere Tankstellen. Wir sehen das. Das war für mich der Hintergrund, diesen Aufruf zu teilen. Dass den Ölmultis das scheißegal ist, vor allen Dingen, wenn wir statt an dem Tag einen davor oder einen danach tanken gehen, dann bleibt der Umsatz natürlich derselbe. Dass das nicht der Grund war, für mich diesen Aufruf zu teilen, weil ich gedacht hätte, dass man den Ölmultis damit Schaden zufügen könnte, direkten vor allen Dingen, das müsste eigentlich jedem klar sein, der mich nur ein bisschen kennt. Trotzdem haben mich da heute Leute angegangen, wie doof und wie dumm ich denn sei. Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt meinen Post überhaupt gelesen hatte, weil da hatte ich drunter geschrieben, warum ich ihn teile. Weißt du, inzwischen habe ich beide Posts zum Thema einfach wieder gelöscht, weil ich mir gedacht habe, scheiß doch drauf. Und jetzt mache ich trotzdem dieses Video und da taucht es, obwohl ich es eigentlich ablegen wollte, taucht das Thema doch wieder auf. Naja, weil es auch gerade irgendwie aktuell ist. Ich würde alle so wahnsinnig gerne herzlich einladen, an einen Tisch zu kommen, per Webcam meinetwegen, und anzufangen, über diese Dinge einfach mal offen zu reden. Sprich, jeder kann einfach seinen Senf abgeben, ist sich aber bewusst, dass er gerade bitte einfach nur seinen Senf abgibt. Und einfach mal darauf zu verzichten, in irgendeiner Form gerade persönlich gegen irgendjemanden anzugehen. So als Experiment. Mal gucken, was dabei rauskommt, wenn wir das so machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das helfen könnte. Weil es halt eben so wahnsinnig viele Dinge gibt. Und die Schlinge um unseren Hals, die zieht sich mit jedem kleinen bisschen, wo wir an dieser Spalterei teilnehmen, mehr zu. So lange nehmen. Ich schreibe gerade an dem zweiten 2020 Buch weiter. Und gerade gestern Nacht habe ich noch einen Passus reingeschrieben. Mal gucken, ob ich den finde. Nee, finde ich gerade nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Es sind ja gerade eh einfach nur Gedanken. Ah, doch, hier, warte mal. Da ist es. Weißt du, es macht einen immensen Unterschied, ob man denkt, die machen mit mir, was sie wollen, oder ich lass die mit mir machen, was die wollen. Steht da noch weiter. Wer anfängt, es auf die zweite Weise zu sehen, wird merken, dass er sehr schnell viel ist und dann immer mehr nicht mehr mit sich machen lässt. Wer sagt denn schon gern, dass er alles mit sich machen lässt? Das kam mir zu dem Thema gerade da mal. Das ist genau der Punkt. Solange wir die ganze Zeit die Schuld
für irgendwelche Dinge. Anderen in die Schuhe schieben. Und damit die Verantwortung. Nehmen wir uns selber die Möglichkeit, irgendwas zu ändern. Warum ist es für dich persönlich so schwer? Das ist eine Frage, die ich mir auch sehr viel stelle, heute auch immer noch. Einfach dein Ding zu machen. Ohne dich von anderen davon abhalten zu lassen. Weil jedes Mal, wenn du dich von anderen davon abhalten lässt, tust das erstens du. Und zweitens, meinst du dann, du seist ein Opfer äußerer Umstände. Du akzeptierst, dass der das so macht. Und damit lässt du es zu deiner Realität werden. Und dann meinst du, du bist darin gefangen und kannst nichts dagegen tun. Und dann meinst du, es bringt dir nichts, nicht wählen zu gehen, weil die anderen ja wählen gehen. Im schlimmsten Fall sagst du, ach, geh ich halt trotzdem auch wählen. Und dann stehst du da und dann hast du wieder ein Problem, das du alleine nicht lösen kannst. Weil du die Verantwortung an andere abgegeben hast. Und dann musst du mit deren Gesetzen auf einmal klarkommen. Und dann musst du auf einmal nicht nur mit deren Gesetzen klarkommen, dann musst du auf einmal auch mit der Erkenntnis klarkommen, dass sie vielleicht dein Vertrauen missbrauchen und auf nicht nur auf deine Kosten, sondern auf Kosten aller Dinge tun, die ohne unser Mitmachen überhaupt gar nicht möglich wären. Der sich aufbauende Bürgerkrieg in Europa. Und wer nicht mitbekommen hat, dass sich da gerade nicht, also das ist nicht irgendwo bei 10-15%. Das ist bei 95-98% ist der Ladebalken, bevor das kracht. Das scheint den meisten Leuten irgendwie immer noch nicht bewusst zu sein. Die sind immer noch damit beschäftigt, Angst vom Islam sich machen zu lassen. Und das ist in dem Fall eine durchaus berechtigte Angst. Weil wenn ihr das Spielchen nicht ganz schnell versteht, und das ist wirklich nicht schwer, und da raussteigt, dann würde ich sagen, gnade euch Gott. Weil dann wird der Islam und der ganz Schwarzarsch Afrika, das über die letzten Jahrhunderte von Europa, Amerika und eigentlich allen anderen völlig ausgebeutet worden ist, wo es jetzt absolut logisch ist, dass wenn da nichts mehr ist, die ganzen Menschen, die da aber noch leben, ja auch irgendwo leben wollen. Das kann man denen nicht übel nehmen. Da würden wir uns anders auch nicht verhalten. Also wenn man um uns herum alles wegbomben würde, dann würden wir wahrscheinlich auch sagen, lass uns irgendwo hingehen, wo es wieder lebenswerter ist. Das sind logische Folgen. Aber wenn wir nicht ganz, ganz schnell lernen, in den anderen wieder unsere Brüder zu erkennen, und dass diese ganze Feindbildgeschichte etwas ist, was man mit sehr, sehr großem Aufwand in unsere Köpfe implementiert hat und immer noch tut. Immer noch, jeden Tag, jeden einzelnen Tag die Konditionierung weiterlaufen lassen muss. Weil, stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn auch nur einen Tag sämtliche Sender sagen würden, Schluss. Hört auf. Alle, euch die Fresse einzuschauen. Stopp, macht mal bitte gerade einfach Stopp. Waffenstillstand. Alle. Dann würde im Prinzip schon alles kaputt gehen, was die inzwischen aufgebaut haben an Hass und Wut und Dogmatismen in unserem Kopf. Hey,
Glaubt ihr wirklich, die extremen Islamisten könnten in irgendeiner Form extremer glauben als ihr? Ihr glaubt nur irgendeinen anderen Scheiß genauso extrem wie die. Vor allen Dingen, dass sie gefährlich sind. Und euch alle ans Leder wollen. Ich kann euch sagen, egal wie die aufgezogen worden sind, es sind auch Menschen. Alle. Und egal, was die kennengelernt haben und mit was für Glaubenssätzen die gerade zu tun haben, auch die werden wir erreichen, wenn wir sie am Herz berühren. Und nicht mit der Faust in der Fresse. Nur ist das was, das die meisten von euch da draußen noch überhaupt gar nicht geschissen kriegen. Da redet ihr von, wie aufgewacht ihr seid und was die anderen um euch rum für Schlafschafe sind. Aber ihr kriegt's nicht mal hin. Lass doch mal einfach alles gut sein. Was kann ich tun? Ihr seid ständig mit den anderen dran. Alles, was ich von euch lese, hat mit anderen zu tun. Hat nichts mit euch persönlich zu tun. So, ich sage jetzt nicht, ob ich da besser oder schlechter bin oder sonst irgendwas. Es ist nur eine Beobachtung, aber vielleicht findet der eine oder andere sich da mal selber drin. Hey, solange ihr mitbekommen habt, dass 911 ein Inside-Job war und so ein paar andere Sachen falsch laufen, aber immer noch meint, die um euch rum seien irgendetwas anderes als ihr selber, dann seid ihr noch nicht aufgewacht. Ey, das ist was, was ich von mir nie behaupte, dass ich aufgewacht sei. Da tun immer alle so, als würde ich hier den großen Guru raushängen lassen oder was weiß ich was. Letztendlich tue ich genau das Gegenteil. Aber das kann mir egal sein, solange ich weiß für mich, was ich tue und was ich davon habe. Und solange ich sehe, dass andere auch noch was davon haben und keiner wirklich drunter leidet, weil ich das einfach so weitermachen kann. So simpel ist das. Wenn wir weiter zulassen, dass wir Feinde anerkennen, wird es weiter Krieg geben. Kommt die Logik irgendwie an? So, und das liegt nicht an anderen. Ob du für dich heute die Entscheidung triffst, aus diesem Spiel auszusteigen und für dich selber zu sagen, ich mache es nicht mehr mit, ich will keine Gegner, keine Feinde mehr haben, ich möchte nicht durch meine Denkweisen angreifbar sein. Und dafür brauchst du ab hier und heute nichts anderes zu tun, als zu sagen und es zu meinen, ich erkenne keine Feinde mehr an. Mach's mal. Lauf mal 3 Wochen mit dem Satz in deinem Kopf rum und erzähl mir danach, es hätte sich nichts geändert in deinem Leben. Und das kannst du mit Kindern und das kannst du auf deiner scheiß Arbeitsstelle und das kannst du überall, wo du bist. Seit Jahren bekomme ich erzählt, mit Kindern kannst du das nicht machen. Fuck you. Das kann man überall. Jetzt weiß ich, dass man über dieses Video hier auch wieder sagen kann, was man will. Du bist ja selber voll beleidigend und bla. Nein, ich meine hier nichts beleidigend. Ich versuche nur irgendwie euer Herz zu erreichen. Und manchmal, weil da so dicke, harte Mauern drum sind, muss man da mal mit der Picke reinhauen. Du hast dir das gerade angeguckt. Das war deine Entscheidung. Tu nicht so, als wäre das gerade meine Schuld gewesen. Das ist ein Anfang.
Genau so. So, jetzt werde ich wieder ernst. Bis jetzt habe ich gerade so ein bisschen gespielt. Genau darum geht es. Eigenverantwortung übernehmen. Du selber entscheidest, welche Show du dir reinziehst. So kreierst du dein Leben. Das ist kein Mysterium. Das ist Logik. Spiel das einfach nicht mehr mit. Wenn du keine Lust mehr auf Krieg hast, dann mach Frieden. Mach ihn in dir. Warte nicht auf andere. Fordere vor allen Dingen nicht von anderen. Weil, ey, steht auch in dem Buch irgendwo drin. Selbst wenn die Regierungen jetzt sagen würden, okay, wir machen keinen Krieg mehr, dann hättest du immer noch keinen inneren Frieden. Weil, solange du nicht angefangen hast, die Leute um dich herum als deine Geschwister wahrzunehmen und weiterhin irgendwen um dich herum als Feind wahrnimmst, kannst du keinen inneren Frieden wahrnehmen. Genauso kannst du das aber sehr wohl, unabhängig davon, was irgendjemand um dich herum macht. Deswegen hatte ich irgendwann keine Lust mehr darauf. Deswegen habe ich sehr viel inneren Frieden gefunden. Der sich auch mit der Zeit immer mehr sogar festigt. So ein Prozess, das ist nicht so mit, man hast du da und dann ist das da. Das erarbeitet man sich. Muss man sich irgendwie erarbeiten. Das erfordert gewisse Erfahrungen praktischer Art. Nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch zu checken, worum es da bei der Theorie überhaupt geht. Wenn man dann halt praktische Erfahrungen hat. Und dann hat man auf einmal auch gar nicht mehr so viel mit Theorien zu tun, sondern man kann viel mehr aus der Praxis heraus wahrgeben. Noch so ein Wort, das kein Schwein kennt, ne? Wahrgebung. Das ist der Konterpart zu Wahrnehmung. Jeder, der sich in irgendeiner Form mit Matrix-Programmierung beschäftigt, ist dahinter gekommen, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was wir äußern und dem, was wir dann von außen wahrnehmen. Nehmen wir uns diese Schnittstelle mal unter die Lupe, können wir gucken, ach, hier sind die Filter. Ja, wenn ich sage, das ist scheiße, dann sehe ich da scheiße. Machen wir das mal schön, da sieht das gleich auf einmal ganz anders aus. Wenn ich dann auch noch sage, sinnvoll, wow, habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ach, was hatte ich für eine komische Meinung vorher, bevor ich mir das alles zusammen angeguckt habe. Das sind so Sachen, die passieren dir dann. Das sind so Aha-Effekte, für die dich das Ganze tatsächlich am Ende, da sagst du, wow, es lohnt sich tatsächlich. Wir müssen uns nicht in diese Scheiße reinziehen lassen. Bloß weil die Medien, von denen sowieso mittlerweile immer mehr Leute wissen, dass das ein abgekartetes Programm ist, quasi nach Drehbuch. Aber es sind nicht nur die Medien. Wir sind es. Wir sind es. Es bleibt dabei. Wir sind es. Wir müssen in die Verantwortung treten und für uns und unsere Kinder endlich mal das tun, was notwendig ist, um dieses ganze Gegeneinander zu beenden. Und das ist aufzuhören damit. Und dann kann man für andere um einen herum eventuell eine Inspiration sein und ihr Herz erreichen. Und sie anstecken. Mit Missionieren kommen wir hier nicht weiter. Es bringt uns nichts, unseren Willen weiter anderen aufdrücken zu wollen und ihnen dann klar machen zu wollen, dass es scheiße ist, anderen ihren Willen aufzudrücken. Wenn wir die anderen mal einfach machen lassen, was die machen und uns auf uns konzentrieren und dann auf einmal Sachen hinbekommen, wo die Leute denken so, wie macht er das? Dann werden die neugierig. Und dann hast du ihren Zugang. Wer das ist, kannst du nie beeinflussen. Da wird es Leute geben, bei denen du dir das wünschst von Herzen, dass sie dir endlich mal zuhören.
Na, no, niente, seit Jahren, nichts, egal. Inzwischen sind der ein oder andere da sogar tot von und dann. Entschuldigung, muss ja gerade an jemanden denken. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nicht, um diesen Kopf aus der Schlinge zu bekommen, bevor er sich so festgezogen hat, dass wir dann nichts mehr machen können. Und wie gesagt, der Ladebalken ist dann nicht irgendwo am Anfang. Wenn wir diesen Kopf aber mal aus der Schlinge gezogen bekommen, dann haben wir danach so viel, so wahnsinnig viel Zeit für alles. Unter anderem, weil dann kein Schwein mehr arbeiten gehen braucht, keiner mehr Knechten, Sklaven, sonst irgendwas, weil wir uns da rausgeholt haben und uns das freigeschaltet haben, was uns eigentlich auch zur Verfügung stünde, wenn wir das denn nutzten. Nämlich eine Welt, in der für alle alles da ist, weil wir im Miteinander leben. Was definitiv für alle Beteiligten viel schöner wäre. Aber es halt niemanden mehr gäbe, der wichtiger wäre als jemand anders. Das heißt, wir müssen es schaffen, unsere Egos davon zu überzeugen, dass es etwas Größeres gibt als sie. Dass es etwas Größeres gibt als uns selber, für das es lohnt, im Notfall sogar zu sterben. Dafür aber gelebt zu haben. Bei den meisten sind das ihre Kinder, bei anderen sind das ihre Geliebten. Ist gar nicht so ungewöhnlich. So selbstlos sind die meisten. Ich kenne nur wenige, die sagen, boah, nee, ich würde mal mein Leben als erstes retten. Also ohne Rücksicht auf Verluste. Natürlich muss ich, um das Leben eines anderen retten zu können, natürlich meinen Arsch auch erstmal selber dahin bewegen können. Soweit ist klar. Aber ist halt die Frage, mein Arsch ist gerade safe. Bewege ich ihn wieder dahin, um den rausholen zu können oder nicht? Das ist dann die Frage. Das macht den Unterschied. Und die meisten Leute haben Angst vor sowas. Und haben hinterher damit zu tun, sich die Frage zu stellen, was dann gewesen wäre, wenn sie doch hinterhergesprungen wären. Entweder hätten sie den anderen gerettet oder sie hätten wenigstens nicht mit der Schmach leben müssen, es nicht probiert zu haben und Feigling gewesen zu sein. So. In der Situation werden wir uns auch wiederfinden, wenn wir vor unseren Kindern sitzen und Rechtfertigung ablegen müssen. Die uns irgendwann fragen werden, was habt ihr eigentlich damals getan? Ja, uns rumgezopft. Jeden, der eine andere Meinung hatte, sofort entfreundet und dann in die Fresse gehauen, verbal. Und ja, das, was wir heute halt so tun. Also nicht die anderen, sondern wir hier persönlich. Wer schaut selber, wer sich drin wiederfindet. Wird den einen oder anderen geben. Und wie gesagt, ich nehme mich da nicht komplett raus. Ich bin halt einfach irgendwie der Meinung, dass es für uns alle konstruktiver wäre. Deswegen habe ich diesen Aufruf mit dem Tanken geteilt. Etwas zu tun, meinetwegen sogar wesentlich konstruktiver, als einen Tag gemeinsam nicht tanken zu gehen, zum Beispiel ein Friedensfestival vom Stapel zu reißen, das alles, was es bis jetzt gab, in den Schatten stellt, weil es über ein ganzes Jahr auf einer ganzen Insel, wenn nicht vielleicht sogar auf der ganzen Welt gefeiert wird.
geht. Hier, ich habe ein hier Werbung kurz zwischendurch, ne? Muss ich gerade sehen. Ja, kleine Werbeunterbrechung zwischendurch, ne? Ja, keine Ahnung. Ich bin einfach der Meinung, dass wenn wir etwas zusammen machen, wo wir uns alle gegenseitig zu einladen, mitzumachen, und zwar religionsübergreifend, länderübergreifend, ihr wisst schon, halt, ne? Global, die Familie einladen, sich als Familie wieder irgendwie auch nicht nur zu erkennen zu geben, sondern aktiv zu werden und halt eben explizit aus dem Gegeneinander auszusteigen. Grüppchensweise kann man das dann machen, wenn man damit angefangen hat und andere gefunden hat, die auch damit angefangen haben. Mit denen kann man sich das dann, kann man dann zusammentun. Aber wenn ich, solange ich nicht anfange, werde ich den anderen gar nicht erkennen können. Da kann ich lange warten. Und genau deswegen passiert bei den meisten nichts, weil die immer auf andere warten. Wir müssen in Aktion treten. Und selber mal was machen, selber mal in uns was ändern. Da brauchen wir nicht für auf die Straße gehen oder sonst irgendwas. Das ist was, was in unseren Köpfen passiert. Sondern hoffe ich, dass dieses ganze Spektakel um diesen bescheuerten Tankgeschichten-Kack da vielleicht auch was Gutes hat, weil wir hier wenigstens da irgendwie noch was rausholen können. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer das Video teilt oder nicht oder. Ob es wieder nur 100 Leute sehen oder es ist mir egal. Es kann mir egal sein, weil ich das hier gerade mache, einfach weil ich der Meinung bin, dass es gerade vielleicht dienlich ist. Wenn du das auch meinst, kannst du es ja teilen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Weil jeder macht, was er will. Das ist okay mit mir. Ich habe da kein Problem mit, wenn er nur 100 Aufrufe hat. Tschüss mit F, macht's gut, denkt nach, guckt, was ihr tun könnt.